Herr Bundesminister Mitterlehner, Sie waren heute zum ersten Mal Gast bei der Dornbirner Messe in Vorarlberg. In Vorarlberg waren Sie ja schon öfters. Lassen Sie uns gleich konkret werden. Wie steht es denn um den Wirtschaftsstandort Österreich? Relativ gut. Relativ heißt, wir haben gute Exporterfolge, wir haben auch eine gute Beschäftigungslage, aber relativ heißt auch, rundherum ist es alles andere als angenehm und daher müssen wir uns warm anziehen. Das heißt, auch etwas tun, von selber läuft die ganze Wirtschaft natürlich nicht und Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, dass wir eben mehr Bewegung haben. Hierzu sagen Sie bei der Eröffnung auch, es braucht einen guten Optimismus, das alleine wird aber nicht reichen. Ja, es ist sehr viel Optimismus, weil damit auch die Investitionen begründet werden und die Kaufkraft entfacht. Und ich finde auch, dass wir die Rahmenbedingungen durchaus richtig gesetzt haben. Also in Österreich haben wir noch für den Herbst 1 Milliarde, was thermische Sanierung und andere Maßnahmen anbelangt. Also da kommt auch von den Rahmenbedingungen noch Unterstützung dazu. Jetzt war bei der Eröffnung die Rede von einem West-Ost-Gefälle, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Ist Vorarlberg wirklich besser aufgestellt als wir unsere Bundesländer im Osten? Wo liegen hier die Unterschiede? Ja gut, Vorarlberg ist etwa so von der Grundstruktur wie Oberösterreich und Steiermark. Und die anderen Länder haben halt andere Strukturen. Im Endeffekt glaube ich, dass wir uns insgesamt gut bewegen, der Standort Österreich, und dort müssen wir anknüpfen. Die Messe Dornbirn setzt sehr auf Regionalität. Internationalität wird hier nicht vergessen. Wo muss man den Spagat legen von regionalen Angeboten in Vorarlberg in puncto Internationalität? Die Eurokrise hat ja auch hier einen Teil beigetragen. Ja, beides. Man muss die Regionalität abdecken, gerade was das Publikum anbelangt, die Kommunikation und die Netzwerke pflegen. Aber international natürlich sich dem Wettbewerb stellen und beides muss man miteinander verbinden. Und das tut die Vorarlberger Wirtschaft, gerade wenn ich auf die Exporterfolge schaue.